Hallo und herzlich willkommen zu einer... Was? Weiteren Folge von Mass Effect mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Hier ist eine Sonde, die können wir mal untersuchen. Schon wieder sowas? Ach du Kacke! Ah, Mist, zu früh! Wie läuft die Zeit? Das wird nix. Nehmen wir alles. So, das haben wir untersucht. Jetzt ist nur noch da ein Fragezeichen. Da komme ich nicht ran, da fehlt mir wieder die Chiffrierung. Das muss ich unbedingt verbessern. Zielort einstellen. Okay, haben wir alles. Gut. Fahren wir da mal hin. Jetzt hat das Auto nur noch 78. Eben als ich anhielt, hatte es 99. Oder ist das die maximal mögliche Last, die wir... Oh, okay. Mitnehmen können? Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Ah, Entschuldigung. Armes Auto. Wir fahren hier quer durch das Gebirge. Hier ist wieder irgendwas, was noch nicht in der Karte war. Guck mal hier vorne. Oh, jetzt habe ich auf die Karte geguckt und abgelenkt, gesteuert. Hä? Was ist denn das hier? Hier ist doch nichts. M? Was soll das sein? Das ist unser Auto, ja. Verstehe ich nicht. Ja, ich will da runter jetzt. Da unten fährt sich's besser. Oh, oh. Wir kommen aus dem digitalisierten Gebiet. Was ist das denn da? Eine Pyramide? Ist ja interessant. Die hierher. Wir fahren mal rum. Wenn man da hoch kann, macht wenig Sinn. Da liegt was. Und das war wohl auch eher gemeint. Hier sind auch Leichen. Verbrannte Menschen. Ausgebranntes Auto. Hier. Kacke. Ach, Kacke, Scheiß. Ah, geschafft. Eine Matriarcheninschrift gefunden. Sie haben bei der Leiche eine der Schriften der Matriarchin Delini Naga gefunden. Möglicherweise stammt sie aus einer der nahegelegenen Ruinen. Ich wollte eigentlich noch gar nicht. Komm, fahr mal rum. Ich wollte mir das Ding hier nochmal angucken, aber ich glaube, hier gibt es nicht viel zu gucken. Und hier hoch kann? Ja. Aber dann ist man hier oben. Ich bin hier. Sind bereit. Okay. Interessant. Denn rein ins Auto. Ah, was sagt die Karte? Karte sagt, okay, zurück zur Normandy. Forschen. So. Das ist Tuntau. Den hatten wir, den hatten wir. Hatten wir den da hinten? Ich weiß das gar nicht. Webinok. Ah, da können, da finden wir auch nichts. Ich lese das jetzt. Ah, ich glaube, den hatten wir.
Jo, okay. Den haben wir, die beiden. Dann schauen wir mal in unser Journal. Aufträge. Es werden nicht weniger seltsame Übertragungen Kommune finden. Den Hawking Eater Cluster. Weiter nach Mineralien suchen. Da, seht ihr? Seltene Erde. Gase haben wir schon. Schwermetalle brauche ich noch. Leichtmetalle haben wir auch gefunden. Und hier ist das mit den Insignien. 4 von 13. Das hatte ich gelesen. Und Asari-Schriften gibt es auch noch. Informationen liefern. Die Informationen aus Fists Versteck helfen Mr. Wong bei der Story über die Mrs. Wong Korruption. Bringen sie in die oberen Bezirke. Die Keeper scannen. Seltsame Übertragung. Kommune finden. Im Hawking Eater Cluster. Sind wir da nicht gerade gewesen? Tuntau. Nein. Argos Roh sind wir. Ach so. Pferdekopf, Exodus, Artemis, Hades, Gamma. So, Gemini Saga, Armstrong Nebel, Hawking Eater. Dann wollen wir da mal hin, ne? Nein, erstmal gucken wir uns um. Es gibt hier nur ein System. Das macht die ganze Sache etwas einfacher. Da kommt eine Nachricht, Commander. Ah, welche Überraschung. Die Allianz braucht sie erneut. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben eine Mission für Sie. Ein Allianzoffizier namens Major Kyle hat im Hawking Eater Cluster einen kleinen Komplex errichtet und einige biotische Anhänger um sich versammelt. Er steht der Allianz nun ausgesprochen kritisch gegenüber und wir glauben, dass er mental instabil geworden ist. Das könnte Ärger geben, Shepard. Ich sehe mir die Sache mal an. Vor 3 Tagen haben wir 2 Allianzabgesandte zu seinem Komplex geschickt. Sie sind verschwunden. Wir gehen davon aus, dass Kyle und seine Anhänger sie ermordet haben. Dieser Komplex ist ein Kult, Shepard. Sie nennen ihn jetzt Vater Kyle. Er hat sich als eine Art religiöser Anführer etabliert. Das bedeutet immer Ärger. Kyle dann... Major Kyle. Was können Sie mir noch über Major Kyle sagen? Einst war er ein vorbildlicher Soldat, aber auf Torfan ist irgendetwas mit ihm passiert. Unter seinem Kommando sind zu viele Soldaten gefallen. Er konnte die Schuldgefühle nicht ertragen. Seine psychischen Auswertungen zeigten, dass er den Stress eines Kommandos nicht länger ertragen konnte. Er bekam einen ehrenvollen Abschied und ging in den vorzeitigen Ruhestand. Wir hatten gehofft, dass es sich mit der Zeit bessern würde, aber wir haben unterschätzt, wie sehr ihn das alles mitgenommen hat. Und jetzt scheint es zu spät zu sein. Ich werde mich um Major Kyle kümmern, Admiral. Wir wollen nicht, dass es in ein Massaker ausartet, Commander. Aber Kyle ist gefährlich. Ich überlasse die Sache Ihrem Urteilsvermögen. Hackett, Ende. Da haben wir die Planeten. Fangen wir mal mit Tamahera an. Eine dünne Atmosphäre aus Kohlenstoff und Xenon. Das kann es nicht sein. Der sieht aus wie ein bisschen wie Jupiter. Ah, den können wir erkunden. Ein Wasserstoff-Helium-Gasplanet. Beim Scan des Planeten Taraopto haben sie einen winzigen Mond entdeckt und ein paar seltsame Signale empfangen. Techniker Adams hat ein paar weitere Scans durchgeführt und eine Rettungskapsel entdeckt. Ihr Bergungsteam wurde zur Untersuchung der Kapsel ausgesendet und fand ein Medaillon des Salayana-Ordens. Aha. Ist das wahrscheinlich der wichtige Planet? Erkunden eine mit Stickstoff und Argon. Leichtmetallvorkommen entdeckt bei Scans dieses Planeten. Ah, das können wir gut gebrauchen. So, jetzt ist ja nur noch er hier. Und dort können wir bestimmt... Nein, herauszoomen. Na nun. Der Mond vielleicht... Ja, Presrop ist der Mond von Glendagon. Diese kalte, unwirtliche Welt hat nur eine sehr dünne Atmosphäre aus Kohlenstoffoxid. Dioxid und Ethan. Ethan, wollte ich sagen. Ethan!
In der Oberflächenschicht gibt es große Vorkommen von Schwermetallen. Die Allianz hat sich um ein Mineralien-Dingsschiffrechte beworben. Zerklüftet. Minus 73 Grad. Traurigerweise haben die meisten dabei von ihnen ihr Leben verloren. Ja, ja. Jetzt wollen wir hier den Major Kyle zur Vernunft bringen. Oh, 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 oh. Ich nehme die beiden mit, würde ich sagen. Ach, das ist Biotikstärke und Techstärke. Ist sehr technisch, der ganze Kram. Die ist gut zum Kämpfen hier, die Ashley. Ich mach das mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist. Also so ein Taktiker bin ich leider nicht. Da steige ich nicht so dahinter. Wir gucken gleich mal bei U, ob sich noch was machen lässt. Kaidan. Nee, es hat keiner Punkte. Okay. Karte. Wir sind hier oben. Fahren wir erstmal hier hin. Warte mal, Karl, gibt's da irgendwie? Ich muss da rüber. Nützt nix. Was ist denn das da? Was sehe ich denn hier wieder auf der Karte? Hier ist ein Fragezeichen bei mir in der Nähe. Boah, das Auto hat echt ein Eigenleben. Das Fahrzeug. Na, das bringt gar nichts. Das ist zu steil. Komm, quäl dich, du Sau. Jawohl. Ah, guck mal hier. Eine provisorische Manufakturhütte wirkt eher unorganisiert. Ein paar Marco-Spuren führen über den Gebirgshang Richtung Südwesten. Wir gehen hier mal rein. Wieder für Waffen. Ich nehm's, mach's gleich, aber ich gehe jetzt erstmal hier in die nächste Hütte. Alles nehmen. Hier ist noch was. Rüstungsupgrade. Ja. Ach, die haben auch noch. Wartet mal, wo ist denn die? Die habe ich ausgewählt, ne? Da haben wir jetzt Schockabsorber. Schockabsorber 3 ausrüsten. So. Ah, sie kann noch was. Gehärtetes Gewebe. Panzerungsplatten. Was wir alles so haben. Ja, ich müsste denn Solaris 1. Nehmen wir den mal, Unity hier. Ich brauche Gel. Haben wir hier noch was? Bungee 3? Okay. Das lassen wir. Kessler 3. Präzision ist höher. Striker 3. So. Da sind wir gut. Bungee 3.
Da haben wir auch die drei. Each 3. Kessler, naja, du gut, dann nicht. Hammer. Hier sind aber noch keine. Verbessertes Visier. Das ist doch mal was. Und Munition kriegen wir dann auch noch hin. So, okay. Ich würde ja sagen, langsam steige ich dahinter, aber das ist, stimmt nicht so ganz. Sagt die Zeit. So, da oben hin. Oh, der Mond, das sehe ich ja jetzt erst. Genial. Auch wenn das nur eine Textur ist, aber das sieht schön aus. Also, ein Bild nehme ich mal an. Jetzt müssen wir da hinten irgendwo hin. Da unten, da sieht man schon. Da ist irgendwas. Beschädigtes Minenfahrzeug? Wartet mal. Ich kann hier nicht aussteigen. Ach so, jetzt. Kann ich hier irgendwas machen? Die Vorderfront des Marco ist durch den Aufprall zerstört. Ein einziger Blick ins Innere genügt, um zu erkennen, dass die Insassen wahrscheinlich ein Team illegaler Wildcat-Minenschürfer tot sind. Noch immer rieseln die fast vakuumähnliche Atmosphäre lautlos die Trümmerteile durch die Reifenspuren. Das war jetzt ein bisschen, naja, egal. So, ist hier oben noch was? Ja. Artefakt bergen. Oh, ich will hier hin. Trojanische Insignien gefunden. Bei Grabung unter dem Sender haben sie ein Stück Metall, wahrscheinlich von einem sehr alten Frachter, gefunden. Das Metallstück war mit den Insignien eines Mazedünen-Außenposten gekennzeichnet oder so. Komm, wir gehen mal ins Auto. Ich hab schon die Markierung gehabt, Spiel. Map. Ich hab gepoppt eben ins Mikrofon. Raus hier. Und, ja. Ich hab aber einen Popschutz drauf. Einen dicken, fetten. Also, Popschutz. Das heißt nicht, dass ich einen dicken, fetten hab. Ich bin fett. Der hat aber hier Kletterkünste hoch 3 zum Quadrat. So, was haben wir hier? Schon wieder manuelles Kurzschließen. Ah, Mann! Ah, mein Ohr juckt. Ah, das macht einen verrückt. So. Naja, okay. Das nehmen wir alles. Sprengstoff 3. Eine Bereichskarte. Was heißt das? Biotiklager. Waren wir da schon? Ne, da waren wir doch noch nicht, ne? Beschädigtes. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Das ist unsere Aufgabe. Aber warum? Das ist ja gar nicht der Mond. Das ist der Planet hier. Warum? Der sieht aber auch ganz schön kaputt aus. Und was ist da lang geschliffen? Guckt euch das mal an, was der für eine Schleifspur da hat. Wahnsinn. Auf zum Biotiklager. Komm, kletter, mein Freund. Kletter nach oben. Ja, mache ich morgen auch. Oh. Ah, ja, wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Das
So, und heute machen wir mal pünktlich Feierabend. Das Lager gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!